Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Remember me. Ja, Leute, lasst uns endlich weitermachen. Wir sollen jetzt hier den Typen dazu bringen, dass er hier seine, ich weiß nicht, ob es noch seine Frau ist, also ist auf jeden Fall gerade die Trennung hier vonstatten gegangen und sie will von ihm weg sozusagen. Und wir sollen dafür sorgen, dass im Streitgespräch er sie da umbringt irgendwie. Gucken wir mal, was wir alles machen können. Ich spule erstmal zurück hier. So, hier bis hierhin konnten wir, glaube ich, noch nichts machen, wenn ich das richtig sehe, ne? Dann machen wir erstmal weiter zurück hier. Also er wirft auf jeden Fall die Flasche, nach der er trifft, aber nicht. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Beistelltisch. Zigarette. Okay. B. Vince Frank, ich hab keine Lust mehr. Alex, wage es nicht zu gehen. Jetzt hat er quasi jetzt gar nichts geändert. Alex! Gehen wir weiter zurück hier. Ich weiß auch gar nicht, was dieser Beichteltisch hier für eine Rolle spielen soll. Haben wir jetzt erstmal abgebrochen? So, was haben wir hier jetzt? Die Waffe. Also wird wahrscheinlich was mit der Waffe zu tun haben. Waffensicherheit entfernen. Na, das klingt doch schon mal gut. So. Okay, jetzt ist er nicht mehr gesichert. Ah, da wird die abgebrochen. Okay, ich muss aber wahrscheinlich noch weiter zurück, weil er greift ja nicht zu der Waffe. Das ist ja das Problem. Was hat man jetzt hier? Ja, irgendwas war da mit dem Koffer gerade. Koffer, GPS, fehlerhaft. Mhm. Was das jetzt bringt, weiß ich auch nicht so genau. Wahrscheinlich kann der Koffer kommt da nicht mit oder so, ich weiß es nicht. Ja, wir gehen erstmal ganz zurück und schauen uns das einfach mal an. Gehen mal ganz zurück. So, er spielt ja hier auch mit der Waffe rum. Dann gehen wir erstmal weiter. So, bitte gehen Sie vorwärts. Alles klar. Schauen wir mal. So, was haben wir hier? Flasche. Na, die sollte man vielleicht wegnehmen. Weil die wirft er ja und trifft ja nicht. So, jetzt. Flasche, Trophäe umstoßen. Okay. Jetzt ist der runtergefallen. Das ist doch scheiße, wenn der Koffer-GP erstmal mal noch kaputt. Aber es bringt uns ja nichts, die Waffe zu entsichern, wenn er die nicht nimmt, ne? Das ist natürlich das Problem hier. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwitzt. Okay, weiter. So, jetzt hier Beistell. Achso, okay, und jetzt kann man hier aussuchen, oder wie? Zwei Erinnerungsstörungen sind gleichzeitig verfügbar. Verwenden sie eher? Okay, dann muss man hin und her switchen. Gib mir das mal um. Ich hab keine Lust mehr. Alex, wage es nicht zu gehen! Na super. Dich, Frank. Wir müssen die Flasche Alex entfernen. Irgendwie. Das haben wir eben schon wieder nicht gemacht. Okay, also ich gehe jetzt mal ganz zurück. Das mit dem Koffer hat irgendwie auch gar nichts gebracht. Das mit der Kippe hat auch gar nichts gebracht. Ich werde jetzt mal genau das, also wieder alles aktivieren, aber halt, wo ich die Wahl habe, genau das andere machen. Ja, ja, weiter zurück bitte. Das kriegt man jetzt, glaube ich, hin, dem Strang. Er muss irgendwie zu der Waffe kommen. Dann dürfte das eigentlich klappen, denke ich. So, das mit dem Pokal war auch Bullshit. Also man hat hier schon ein bisschen mehr Möglichkeiten als da, wo wir bei dem Doktor waren, auf jeden Fall. So, also, als erstes haben wir jetzt hier das. War das jetzt schon? Nope. Okay, warte. Doch, hier ist irgendwas, oder? Nee, sieht noch so aus. Okay, dann weiter. So, jetzt. So, ich hätte gern, dass er die Flasche umstößt. Das ist jetzt Trophäe. Flasche umstoßen. Weil dann kann er ja nicht mehr zu der greifen. Hätten wir.
Ich gab dir alles, Frank. Ohne Murren. Meine... So, das mit dem Koffer. Hat das irgendwas gebracht? Ändert ja nichts, oder? Ja, wir können es einfach mal aktivieren. So, Waffe entsichern. Ich hoffe, dass er jetzt zur Waffe greift dann, nicht zur Flasche. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du spinnst. So, und jetzt haben wir hier Zigarette, Beichteltisch. Ich würde ja mal den Beichteltisch jetzt verschieben, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was mit der Zigarette, die nutzt er ja gar nicht, die ändert überhaupt nichts. So, mal weiter. Alex, wag es nicht zu gehen! Was? Willst du okay. Du kippst ja gleich um. Ach komm, Frank. Du entsicherst doch nie. Bitte schon. Alex! Ziel erreicht. Bringen Sie Forlan dazu, Alexia zu töten. Und ich weise nochmal darauf hin, wir haben nur die Erinnerung manipuliert. Es ist nicht wirklich passiert. Okay, aber cool gemacht auf jeden Fall. Er wird wahrscheinlich jetzt Selbstmord begehen oder so, hä? Schätze ich mal. Wir kommen, um Sie zum Gericht zu begleiten. Wir können nicht länger warten. Schweine. Deswegen kriegt ihr mich nicht. Es war ein Unfall. Den Gefallen tue ich euch nicht. Der dreht jetzt durch. Tut mir leid, Alex. Tut mir so leid. Das war jetzt keine Erinnerung. Okay, gewonnen, Frank. Frank! Ich sag mal so, er sei doch selber schuld, wenn er immer die Waffe bei sich führt. Das Herz seiner Mutter ist ein Abgrund, an dessen Boden sich stets Vergebung finden lässt. Von Honoré de Balzac. Der Überfall auf die Bastille brachte nur weitere Täuschung und emotionale Löcher. Sicher, Madames Herrschaft ist zu Ende. Aber meine Vergangenheit bleibt mir dennoch fremd. Ohne mein Gedächtnis habe ich keine andere Wahl, als Edges Anweisungen mit hohler Überzeugung zu folgen. Und obwohl die hier erlebten Gräuel mich zur Erroristin machten, nagt mir die wiedergewonnene Erinnerung an meine Untat an der Seele. Ich trieb jemanden in den Selbstmord. Was habe ich sonst getan? Schlimmer? Edge sieht nur Grund zum Feiern. Unsere befreiten Genossen haben sich rückbesonnen und den Kampf gegen die Sensen-Technologie neu aufgenommen. Und jetzt will er das Rückverwandlungsprojekt ins Herz treffen und Memorize auf ewig zerstören. Sein Plan? Die Bienenkönigin fangen. Cilla Cartier-Wells, Präsidentin von Memorize. Ich muss ihr Weltbild remixen, ihre Vergangenheit entzerren und ihr Herz erweichen. Und so fragte ich mich, ist ein Sieg den Verlust meiner Seele wert? Hebt ein Verbrechen ein anderes auf? Die alte Nillin schien es zu wissen. Doch diese Nillin, sie hat keine Ahnung. Episode 5. Tja, diese Nillin hat keine Ahnung. Kapitel Kopfschuss, so wie es jetzt aussieht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal weiter gucken, dass wir unsere Erinnerungen zurückbekommen. Sie weiß ja nicht so selber nicht so richtig, was sie tun soll. Also der Edge ist ja auch, es könnte so ein Typ sein, wo man nicht so richtig weiß, was der wirklich vorhat und so weiter. Und was der, wo er dann noch die Fäden zieht. Und was wirklich seine Absichten da sind. Kann sein, dass da irgendwann noch uns noch eine Wende erwartet. Ich weiß es leider nicht. Du willst die Memorize-Zentrale infiltrieren. Finde diese Hündin Cilla und mach Schluss mit ihrem Rückverwandlungsprojekt. Vernichte ihre irre Vision. Sie darf keinesfalls eine Leaper-Armee aufbauen. Kann ja sein, dass wir für ihn halt wirklich einfach nur ein Werkzeug sind und er hat dann seine ganz eigenen Ziele eigentlich verfolgt. Ich kann aber wirklich auch nur mutmaßen, ich weiß es nicht. Okay, gut, dann muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Öffnen wir mal den Spaß hier. Ich will mal ganz kurz mal meine Kombos hier angucken, wie die nochmal funktioniert haben. Y, X, Y, X, Y, okay. Y, Y, X, 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 X.
Kann ich mir merken. Hoffe ich. Ja, wird schon gehen, wird schon gehen. So, gucken wir erstmal, was wir hier haben. Bislang sind ja nur Drohnen, die tun uns ja nichts. Und die Teile habe ich immer noch nicht verstanden. Ach so, man muss die damit erschießen. Okay. Na, ja, ist jetzt ein bisschen spät, weil wir sind ja schon an einigen vorbeigerannt, ne? Na egal. So, hier können wir anscheinend erstmal nichts mehr machen, so wie es aussieht, aber da vorne bei dem bei dem Wasser, was elektrisiert war, da war ja auch noch irgendwas gewesen zum Öffnen. Schauen wir mal. Anheben. Okay, dann steht es hier unter Strom. Können wir uns auch bewegen, wenn wir das machen? Alles klar. Super. Hätten wir. Zutritt verboten. Wegen Überflutung geschlossen. Okay. Tja, die einzigen Fleißigen sind ja wirklich die Drohnen, ne? Okay, ist wieder so ein Ding. Irgendwo bei irgendwelchen Zaunspitzen. Jalousie. So. Oi. Oh nein, das ist ja so einer hier. So, gucken wir mal, was ich jetzt hier leisten kann. Um den erstmal so wegzubekommen hier. Yeah, alle hassen mich, aber der Hass liebt mich. Was ist das für ein Bullshit-Satz? Komische Floskeln hier. So. Können erstmal irgendeinen Spaß hier aktivieren. Was hat man hier nochmal für einen Spaß? Sensrasrei kenne ich noch. Logikbombe. Probieren. Ich muss das mal wieder ausprobieren, was das hier alles war. Huch, so geht das nicht. Okay, jetzt aber. Da muss man jetzt wieder wegspringen, ne? Ich glaube. Ah, die haben jetzt auch erwischt, so wie es aussieht. So, sind jetzt alle down, ist noch der Große da, ne? Suchen wir mal die große Combo. Scheiße. Weg. So, nochmal. Okay, dreimal Y noch was, ne? Und dann nach X. Okay, ausweichen sollte ich trotzdem. Okay, machen wir die starke Combo. Da liegt dann schnell. So, auch kommt was. Kaufen Sie jetzt, bezahlen Sie später. Okay, Erinnerungsanzahlung nötig. Erinnerungsanzahlung, krass. Ja, passt ja irgendwie. Ich meine, hier wird ja wahrscheinlich nur noch mit Erinnerungen gehandelt. Gerüst im Bau, nicht verwenden, okay. Na, ja, das ist ja für uns quasi eine Einladung. Das muss gerade tun. Oder B. Fokusbalken plus 1. Der fünfte eingesammelte Fokusboost fügt ihrer Fokusanzeige einen weiteren Balken hinzu. Spitze. Da freue ich mich jetzt aber. So, wie kommen wir hier weiter? Hier hoch? Eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist das einfach nur so ein extra Ding gewesen. Sehe zumindest gerade nichts. Nope. Okay, dann hier geht's noch weiter. Nope, auch nicht. Irgendwo hoch? Nein? Na, dann muss es hier irgendwie weitergehen, in der Kneipe. Ah, hier geht's lang, alles klar. Eieiei, hier ist Blut an der Wand. Schnell! Das ist unsere letzte Chance, Memorize den Genickschutz zu verpassen. Noch ein Auftrag? Ich bin keine Sklavin, Edge. Und ich bin nicht dein Gewissen, Nillen. Du bist so frei wie jeder andere. Ja, sie fängt da langsam an dem zu zweifeln, auf jeden Fall. Aber er tut dann natürlich auch mit seinen
Seinen Sprüchen, du bist keine Sklavin und so, weil ja, kann halt sein, dass er weiß, dass er sie in der Hand hat oder sie keine Wahl hat, weil sie ja nicht weiß, was sie sonst machen soll. Er kann ja fast sagen, was er will, um vorgegeben zu sein, wer er will. Solange er so tut, dass er sich für das Richtige einsetzt und für die Nilin ist. Ist auf jeden Fall schwer einzuschätzen, der Typ. Mit der Kapuze. So, okay, hier ist erstmal gar nichts irgendwie, wie es aussieht. Wo müssen wir denn lang? Das muss ja auch einen Grund haben, dass wir jetzt hier gerade... Oh, da bin ich doch tot, oder? Nee, bin ich nicht. So, gehen wir nochmal hoch. Ach hier, alles klar. War ich mal wieder blind? Muss ja mal sein. Starken Schuss. So, nach oben. Sind Sie nun eure Treuen? So. Von der Sanitärversorgung bis zur Cyber-Einheit, überall sind Sie produktive Diener der Gesellschaft. Ich kenne diesen Ort. Wurde verwüstet. Die Erroristen verbreiten Chaos in der Stadt. Nutze es, um zu Sillas Büro zu gelangen. Okay, probieren wir es mal. Fahrstuhl. Wahrscheinlich erstmal nach oben, dass wir nach unten kommen. So. Was haben wir denn hier noch? Achso, okay, einfach nur geschlossen. Bürger von Neo-Paris. Die Leaper-Bedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Von der Sanitärversorgung bis zur Saber-Einheit.